Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout 4. Kam jetzt ja länger nicht. Ich war ganz schön vereinnahmt von Prüfungen und nicht zuletzt auch Far Cry Primal. Aber jetzt geht's mal weiter mit dem hier. Was gucken wir mal? Was machen wir heute? Das war das, wo der mich ein bisschen Schiss hat. Das können wir machen, ne? Ah ne, wir müssen noch Finde Kent. Wir sind immer noch bei der Silver Shroud Quest. Das ist... Also das machen wir nicht, weil dann das wäre böse. Dann wären wir ein Auftragsmörder. Das sind wir aber nicht. Finde Kent. Ah, der ist da. Okay. Passt. Passt. La 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 la. Ich würde sagen, wir packen mal die Waffe weg. Es ist zu still heute. Aber es muss so sein, leider, weil, ja, Musik können wir ja keine benutzen. Tragischerweise. Finde Kent, der ist irgendwo da oben. Machen wir. Das ist falsch, oder? Jetzt bin ich gerade entverwirrt. Wir sind hier, wir müssen dahin. Nö, wir müssen wirklich nach Norden. Dann machen wir das auch. Hey, nicht so nah, Mr. harter Bursche. Ist das hier Finde Kent, bitte? Ja, gut. Wir haben ja auch ein anderes Quest-Symbol auf der Karte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, von was das war. Aber wahrscheinlich ist es diese optionale Quest, dass wir da drüben noch die Shelly Tiller umlegen. Was wir aber nicht machen. Also ich nicht, finde das nicht so cool. Nehme ich gerne aus Auftragsmörder. Du bist es. Oh, Sugar, ich hab Kent immer gesagt, dass dieser Heldenmist euch beide noch ins Grab bringt. Oh Gott. Oh Gott. Was ist los? Was ist mit Kent? Wo ist er? Sie haben ihn. Raider. Nichts als Mordlust in den Augen. Wir hatten keine Chance. Als sie ihn mitnahmen, haben sie dir eine Botschaft hinterlassen. Hör einfach Kents Radiosender. Sie wird ständig wiederholt. Okay. Dann machen wir das mal, würde ich mal behaupten. Wenn du deinen Freund lebend wiedersehen willst, Shroud, komm ins Milton General Hospital. Milton General Hospital. Okay, cool. Klingt nach einem kleinen Mexican Standoff. Tu's nicht, Shroud. Das ist eine Falle. Rette dich. Tu es, Shroud! Tu es! Mein Knie! Tick-Tack, Shroud. Lass mich nicht warten. Wir haben noch einiges vor. Neuigkeiten von Silver Shroud. Falls ihr es noch nicht wisst, Kendras Schreckensherrschaft ist Geschichte. Sie wird nicht... Okay, was passiert da gerade? Naja, gut. Wir gehen jetzt mal dahin und wir versuchen jetzt auch mal den netten Ghoul zu retten. Mal gucken, ob wir das schaffen oder ob ich es verkacke. Wenn es zeitlich irgendwie bedingt ist, dann schaffe ich es wo. Was hast du gefunden? Zeig mir. Was? Wahrscheinlich Müll. Hier? Ah, ja gut, geht. Der Hund hat Hundefleisch aufgespürt. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Lalala, da kommt mir das eine Asterix-Comic in Sinn. Es gibt einen Asterix-Comic, die große Überfahrt, als sie in die, also nach Amerika kommen und damit einem Indianerstamm zu Abendessen und der Obelix dann fragt, was das für ein Fleisch sei und der Indianerhäuptling sagt, wow, wow. Und Obelix schiebt es so angewidert von sich weg und nebendran sieht man Idefix, wie er das Zeug frisst. Musste ich irgendwie auch sagen, dass das ist ein bisschen traumatisierend für ein Kinderbuch, aber... Naja, wenn ihr euch fragt, warum ich das weiß, ich bin ein großer Asterix und Obelix-Fan. Fan? Ich habe nichts gesagt. Ihr habt nichts gehört. Ich hätte nicht aufstehen sollen. Ihr seid da oben, ne? Da ist nichts mehr. Was denkst du denn? Keine Ahnung. Ich glaube, du siehst Gespenster. Ja, okay, draußen fahren Trottel mit Motorrädern rum. Ich hoffe, das hört man nicht so gut. Ist halt ein bisschen blöd. Im Sommer halt, ne? Also im Frühling. Sobald es ein bisschen wärmer wird, rasen die wieder rum. Also wir sind hier schon richtig, oder? Ja, sind wir. Töte Sinjin, ja gut, schaffen wir. Ich sag immer,
wieder, dass die Vorräte knapp werden. Oh, den würde ich gerne in den Kopf schießen. Der Hund ist ein bisschen doof, wenn man so ein bisschen einen auf Assassine machen will. Nee. Hey, wer ist da? Nichts, niemand. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Das, das waren die oben, ne? Ist ein bisschen blöd, man hört. Wow, sind die gerade in ihren eigenen Minen reingelatscht? Wahrscheinlich. Ist ein bisschen schwierig zu sagen, woher die Stimmen kommen, weil man hört es so richtungstechnisch nicht so gut. Es könnte jetzt sein, dass sie neben uns sind, also auf unserem Stockwerk oder auf einem anderen. Und ich habe wahrscheinlich vergessen zu verkaufen. Ja, natürlich, das war sehr intelligent. Naja, nehme ich halt nur das Nötigste mit. An Geld mangelt es uns im Moment ja noch nicht. Ich würde mich gerne ein bisschen zuerst auf diesem Stockwerk hier umsehen. Das wäre mir lieb. Ist hier jemand? Nö. Aber hier ist Buffout. Das nehmen wir mit. Können wir verticken. Wiegt vor allem glücklicherweise nicht viel. Steampack nehmen wir mit. Ja. 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 Eine modische Brille? Nö. Ich dachte erst, das ist ein Safe. Nö, ist es nicht. So, ich glaube, viel mehr können wir hier nicht machen, ne? Aber ich, sicherheitshalber gehe ich noch in die andere Richtung rum, weil ich möchte nicht, dass wir aus Versehen irgendwas verpassen. Zum Beispiel eben den Typen noch zu retten. Den kennt. Leere, aufgebördelte Vase mit Blumenmuster ist doch eine ziemlich lange Beschreibung. Ist hier wer? Hoffentlich keine Minen. Keine Minen. Was ist hier? Eine Tür. Uah! Schieß! Und töte ihn bitte. Danke, das ist gut gewesen. Oh! Verarscht mich nicht. So. So. Schleich, schleich, schleich. Hier scheint, aber ich dachte schon, was ist das? Aber es ist irgendwie ein Stück Raider. Ist hier jemand drinne? Ich glaube nicht. Alter! Hund! Ich dachte schon, der steht auf. Ist jetzt ein böser Ghoul. Aber nee, anscheinend nicht. Hier ist auch nicht wirklich etwas. Hier geht's durch. Was zur Hölle? Ein paar Patronen, ansonsten gibt es jetzt auch nicht viel. Ah, doch hier. Dachte schon, so ein Geheimraum. Also Geheimraum in Anführungszeichen. Kann ja nicht nur etwas drinne sein. Wow. Ich vermisse immer noch die Musik ein bisschen, aber ich halte mich vornehm zurück, selber zu singen. Das würde vermutlich die geistige Gesundheit allfälliger Zuschauer ein bisschen stören. Ich glaube, das ist der einzige Weg. Außer ich hätte jetzt was übersehen, aber... Können wir nur in eine Richtung fahren? Anscheinend können wir nur in eine Richtung fahren. Also, halt einfach. Keller. Ja, genau. Keller und Erdgeschoss. Und hoch können wir nicht anscheinend. Glaube ich auf jeden Fall. Gefällt mir jetzt hier aber gar nicht. Jetzt. Das ist spooky. Hör auf zu wackeln, blöder Glitch. Ich habe das Gefühl, es spawnt gleich wieder der Hund aus dem Nix und ich erschrecke mich. Hier ist ein toter Raider. Ist das vielleicht der, der in die Mine gelatscht ist? Könnte sein. Komm, geh auf. Ich hätte ehrlich gesagt auch wieder mal ein bisschen Bock auf Skyrim. Könnte ich auch wieder mal ein bisschen zocken. Weiß auch nicht warum. Irgendwie nach, weiß nicht wie vielen Jahren. Fünf. Ach du heilige Scheiße, es ist schon 5 Jahre her, dass das rauskam. Was ist das? Wodka. Ja, nee. Das war alles? Wollt ihr mich verarschen? Ah, nee. Ich wollte schon sagen. Oh, das kann teuer werden. Also so, was unsere Haarklammer-Ressourcen angehen. Oh, das war jetzt Glück. Das wär's. Nehme ich. Ja, ist wahrscheinlich viel wert. Und wir können noch ein bisschen was tragen. Nicht mal allzu viel, aber immerhin. Das war alles da hinten. Die beiden Türen gehen nicht. Auf jeden Fall viel... Auswahlmöglichkeiten an Wegen haben wir nicht. Das sieht wirklich so aus, als wäre der in eine Mine gelatscht.
Scheiße, was war das? Warum stehst du genau neben mir? Komm schon her, du Witz. Oh ne, die haben einen Roboter. Handypfleger? Was ist das bitte für eine seltsame Übersetzung? Abi-Won hinten ihn auch bei einem 1000 Treffer. Dann ist ja gut. Er macht trotzdem kritisch, weil wir es können. Da kommt der nächste. Dann ist gesehen, ne? Dann ist wirklich. Alter! Komm nicht so nah. Da liegt der immer noch. So. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Ja, wenn du uns erwischt, wirst du aber nicht. Wir sind zu schlau. Hallo? Also allzu motiviert gehen die jetzt auch nicht gegen uns vor. Was, wir sind überladen? Nein. Hallo? Sprache bitte? Wo ist der Hund? Der Hund war doch gerade noch da. Komm raus. Ja. Mach ich's kurz und schmerzlos. Glaub mir. Jetzt ist er nicht mehr da. Naja gut, dann werfen wir halt bitte irgendwas raus. Das würde ich gerne behalten, einfach just for the lulz. Ja, aber irgendwas, was wir nicht wirklich brauchen. Das ist hier nicht viel wert. Das hier ist wirklich nicht so viel wert. Jetzt können wir wieder. Gut. Ich hätte gerne ein bisschen mehr Munition. Wir haben hier 500 Schuss verballert für diese Flinte. Wir hatten mal über 900. Ja, jetzt halt's Maul. Nein, wirst du nicht. Also doch, vermutlich. Weil vermutlich finden wir eher wieder dich. Aber ist ja wurscht. Weil du scheinst dich nicht wirklich zu bewegen, mein Freund. Ein Geschütztor. Zeit, sie fertig zu machen. Spürst du das? Das nennt man Angst. Ich sehe den Geschützturm. Aber den da habe ich gesucht. Er schießt nicht sehr gut. Au, okay, ich habe nichts gesagt. Komm, dreh dich nochmal um. Also, komm nochmal hoch. Ich möchte erst dich und dann den Geschützturm. Das war's schon. Also, wohlgemerkt, ich habe das Spiel auf normal Schwierigkeitsgrad. Nur weil ich, glaube ich, mal gefragt wurde. Ob es nicht ein bisschen zu leicht wäre. Ich weiß auch nicht. Vielleicht stelle ich es wirklich mal noch auf schwer, weil bis jetzt musste ich nicht so groß auf. Also, ich bin ein, zweimal gestorben. Meistens aber eher aus. Ist das wertvoll? Nee, das ist vor allem schwer. Mist. Wenn dann, eher aus schlimmer Dummheit als aus Schwierigkeit, würde ich mal sagen. Ein leeres Blutpaket will ich aber nicht. Das brauche ich nicht. Eine Knochensäge, ja, ein bisschen Muni kann ich mir mitnehmen. Sonst ist hier nicht viel los. Allgemein ist irgendwie das Plündern im Gegensatz zu früheren Teilen, habe ich das Gefühl, ein bisschen. Ja, hat zwar mehr Komponente wegen dem Siedlungsbau, aber alles in allem ist die Ausbeute deutlich magerer, oder? Plus maigre, wie der Franzose sagt. Also, vielleicht bilde ich mir das auch ein. Das ist ja immer die rosarote Nostalgiebrille, die man ein bisschen aufhat. Vor allem bei Fallout 3, da war ich halt ziemlich begeistert. Das habe ich, glaube ich, irgendwie in 3 Tagen durchgespielt. Oder 4. Also das erste Mal, wohlgemerkt. Nee, in der Woche oder so. Aber, wie gesagt. Nach oben. Ich hoffe, wir kommen hier irgendwie wieder raus. Ich habe die Framezahl mal auf 50 gelockt übrigens. Und ich hoffe, dass es jetzt ein bisschen flüssiger läuft. Weil anfangs hatten wir, treffe ich auch von Hand. Siehst du, kein Problem. Der Hund ist wieder da. Schieß nicht. Nein, du schießt. Dummer Geschützturm. Alter, so Gewehr haut die einfach weg wie. Fliegen? Wohl Fliegen abzuschießen ist nicht so. Ja, nicht so leicht. Da sitzt doch einer. Ja, ich wusste es. Komm. Triff ihn. Boah, man sieht noch schön die Kugel fliegen. Könnte sein, dass wir Munition sparen, wenn wir per VATS schießen. Wats. Wie es auch gerne genannt wird. Bin kein Freund von Akronymen, aber in diesem Fall weiß ich ehrlich gesagt nicht einmal, was es ausgeschrieben bedeuten soll. Also für was die Abkürzung VATS steht. Ergib dich. Nein. Dann mach ich's schnell. Nein.
nicht jedes Mal denselben Vorschlag, er ist immer blöd. Situationsunabhängig. Ein Einsteigerschloss, das wird die Beute wohl auch eher, ja, bescheiden sein. Geschafft. Beziehungsweise komplett für den Arsch, außer dass wir eine Haarklammer gekriegt haben. Und Geld. Geld, Geld, Geld. Schlafen können wir nicht. Das hatte ich ehrlich gesagt auch nicht vor. Los, wenn du dich traust. Ja, ich bin hier auf dem Weg, du Pappnase, du. Nichts mehr zu sehen von ihm. Was? Da ist noch ein Koffer. Da ist da was Schlaues drin, weil der ist so schön versteckt, Mist. Und die Haarklammer, die wir gewonnen haben, ist gleich wieder weg. So, jetzt komm. Cool. Da. Nee. Die wiegt mir zu viel für zu wenig Geld, aber wenigstens gibt es ein bisschen Erfahrung durch das Öffnen von Kisten. Hier geht's überhaupt nirgendwo durch. Was soll denn der Quatsch? Wenn wir hier runterspringen, kommen wir wahrscheinlich kurz von der Anfang wieder. Das ist meistens ähnlich aufgebaut. Also kurz vor die Tür halt einfach, durch die wir hier reingekommen sind. Geht's hier lang? Ja, hier geht's lang. Gehen wir mal rein. Hallo? Hier ist auch keine Sau. Was ist denn das bitte für ein seltsames Lager hier? Ist ja gar nichts los. Ein paar Patronen nehme ich gerne mit. Bedanke ich mich höflich. Ich könnte mal kurz gucken. Haben wir eine Waffe, für die wir ein bisschen mehr Munition haben? Ja, 1400. Aber ich hätte gern... Oh, eine Kampfflinte. Benutzt unser momentaner Waffe eigentlich auch 45? Ich glaube, ja, ja. Scharfschützengewehr hier drin, ne. Ich glaube, nein, wir haben einfach schlichtweg nicht wirklich bessere Waffen. Wir müssen einfach ein bisschen mehr 45er Munition kaufen. Okay, wo müssen wir hier durch? Müssen wir doch da runterspringen? Das kann schon sein, aber ich dachte, vielleicht geht's irgendwo auf diesem Stockwerk weiter. Was zum Teufel war das? Ich immer noch und ich suche dich. Sag mir, wo du bist, du Pappner. Es ist wirklich egal, also wenn die Raider irgendwas sagen, es könnte das sein, dass sie oben an einem sind, unten, das links, rechts. Scheiße. Man hört überhaupt nicht, wo sie sind. Das war... ist nicht so super gelöst. Naja, ich bringe jetzt einfach mal hier runter. Gucken wir mal, wo wir hier gelandet sind. Anscheinend waren wir hier doch noch nicht. Die Tür ist noch nicht offen. Nö, hier waren wir nicht. Bist du der Raider, der die ganze Zeit rumgelabert hat? Ich glaube schon. Wir können auch auf deinen Arm schießen, das tötet dich alleine schon. Also gut. Wow. Wow, wo kommst du näher? Ich habe ihn nicht gesehen. So, okay, kaputt. Wie hier Zeug rumfliegt. Ich finde ja 5,5 mm auch schön, aber es bringt uns halt nichts viel im Moment. Wir brauchen 45er. Aber wir haben ja, glaube ich, genug Geld mittlerweile. 38er. Jetzt hört doch auf. Gibst uns immer die falsche Munition. Finde ich nicht sehr nett. Hier geht's vermutlich weiter. Hier geht's vermutlich wieder in so ein blödes Zimmer. Ja. Jangles. Ein Running Gag, den ich bis jetzt noch nicht wirklich verstanden habe, ehrlich gesagt. Was das mit dem Mondaffen auf sich hat, aber vielleicht gibt es ja auch mal noch eine coole Quest dafür, wie bei Fallout New Vegas mit dem Dinosaurier war das. Oh, kann er nicht mit. Alter. Hier ist eine fette Biene in meinem Zimmer. Wie kommst du hier rein? Also, dieses Fenster ist ein bisschen angelehnt, aber... Ja, jetzt bist du verwirrt. Ja, hier drin gibt es keine Blumen, arme Biene. Naja, ich nehme mal weiter auf. Versuch sie dann nachher vielleicht zu evakuieren. Bäh. Ich habe ja auch noch nicht gesehen. Bäh. Das war eher... Ja, komm her. Also für dich ziele ich nicht mal. Normalen Raider, ist doch ein Witz. War das gerade 45er mehr Munition? Jetzt habe ich gar nicht nachgeguckt. Alter, ist ganz schön groß hier, ne? Gut, ist auch ein Krankenhaus. Die sind meistens ganz schön groß. Ich habe mich eben gewundert, zuerst, ich habe so ein Summen gehört, habe ich gedacht, ist das jetzt irgendwie Teil des, der Atmosphäre hier? Und da habe ich gemerkt, nee, ist es nicht. Sind wir hier oben?
Aber ich glaube, hier müssen wir nicht durch. Wo ist jetzt denn die Biene? Na, sie hockt immer noch dort. Nicht, dass sie große... Also vor Bienen habe ich wirklich nicht so wirklich... Habe ich keine Probleme mit. Die machen sehr selten was. Wurde zwar auch schon von Bienen gestochen, aber es war selbst verschuldet. Beziehungsweise ich bin einfach raufgestanden. Aus Versehen. Hier gab es noch irgendwo eine verschlossene Tür und ich muss niesen. Das ist nicht geil. Ich hoffe, ich kann es unterdrücken. Wäre lustig, würde man die Bienen in der Aufnahme hören. Die ganze Zeit so ein nerviges Summ, 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 Summ. Komm, jetzt verdammt. Nee, danke. Wie schön. Ist das jetzt... Oh, das ist nur so ein... Ich dachte, hier geht's weiter. Da oben hat es noch einen Aufzug, ich weiß, aber... Ein Injektorgewehr. Ich weiß, ich bin jetzt zu überlastet, aber... Ich würde gerne wissen, was das ist. OP-Tablett, Laborstationen... Ich würde gerne wissen, was ein Injektorgewehr ist. Injektorgewehr A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Das ist doch alphabetisch, oder? Ah, ne, es ist kurz zuerst. Okay. What the fuck? Munition, Injektion. Das klingt nicht sehr geil. Wahrscheinlich schießt man damit Spritzen. Um den Injektor... Drücke nach außen. Drücke Maus 1. Weißt du was? Ich glaube, das versuche ich mal ganz kurz. Ich werfe ihn nachher wahrscheinlich eh raus. Boah, ist das fies. Man kann Spritzen schießen. Das finde ich jetzt aber ziemlich witzig. Aber ich werde gerne dich wieder haben. Alter Biene. Jetzt fliegt sie mir auch beinahe von dem Bildschirm. Andere Richtung. Ich lass dich gleich raus, aber nerv mich jetzt nicht, bitte. Danke. Ich muss hier aufnehmen. Das ist wichtig. Summ, 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 summ. Komm, jetzt. Scht. Scht. Geh weg. Nein. Gut. Bäh. Ah, wir sind schon hier. Das sieht so aus, als könnten wir es eventuell verkacken. Für den Fall würde ich dann einfach neu laden. Keine Bewegung, Arschlöcher. Wenn ihr nur einen Mucks macht, seid ihr dran. Das ist auch ein Ghoul. Sieht auf jeden Fall so aus. Wenn du nur einen Schritt näher kommst, werden wir sehen, was Kenzo im Köpfchen hat. Was willst du, Sinjin? Dazu kommen wir noch. Das ist auch ein Ghoul. Ein paar dieser Loser halten dich für irgend so eine Legende. Als wärst du direkt aus einem Comic gesprungen. Aber du und ich wissen, dass du ein Mensch bist. Und schwach. Du bist hier. Und warum? Wegen deines kleinen Freundes? Sollen wir ihn provozieren? Ich weiß nicht so genau. Freunde machen einen nicht schwach, sondern stark. Du machst dich zum Affen, weil dir so viel an diesem Schwächling hier liegt. Und du hältst dich für stark? Dann pass mal gut auf. Weil ich kennt, dann töten werde. Nicht gut. Und dann werden wir dich wie ein Sieb durchlöchern. Bis von dir nichts als Brei übrig bleibt. Und dann gehe ich nach Good Neighbor und mach dort jeden einzelnen Schweinehund kalt. Und ich brenne alles nieder. Keiner legt sich mit Sinjin an. Weißt du, was Kent wirklich fertig machen würde? Nein. Ich glaube, das klappt nicht, oder? Die sonst wäre es wahrscheinlich nicht rot. Genieß doch. Die Show, Kent. Du bist dran, sobald ich mit Shroud fertig bin. Gut, wir haben ihn gerettet irgendwie. Ich hoffe, er stirbt jetzt nicht im sich anbahnenden Feuergefecht. Avery, die haben alle Narben, wir hätten uns vorher heilen sollen, ne? Wäre schlau gewesen. Ich glaube, wir können uns gleich mal was reinwerfen. Weil sonst fallen wir um. Also wir haben 30 Wasser. Okay. Dann hau ich mal zwei weg. Du bist am nächsten. Du kriegst jetzt auf die Fressel. Hoffentlich, also beziehungsweise in den Kopf, wenn ich treffe. Danke. Ich gehe mal kurz in Deckung. Au, 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 au. Alter. Einer von denen macht ganz schön Schaden. Ich nehme an, es ist der Boss. Ich hoffe, er wirft jetzt keine Granate. Das wäre Avery. Ah, du bist wohl der kleine Gehilfe des Bosses. Hältst du um? Ich
möchte zuerst den Angeschlagenen fertig machen, wenn es geht. Alter. Alter. Danke. Alter, bin ich schlecht. Das gibt's nicht. Da versteckt sich da hinten die feige kleine Sau. Ich würde sagen, ich hoffe jetzt mal, dass ich ein paar Kopftreffer lande. Nein. Alter, zweimal daneben. Das ist der WBXX-Com hier. Das gibt's ja nicht so. Alle tot. Alle tot. Ich frage mich gerade, wie lange diese Folge schon geht. Verdammt. Es könnte sein, dass ich es in zwei Teile schneide, weil ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie lange sie schon dauert. Nur ja. Tut mir leid. Da hätte ich habe die Zeit vergessen, total, weil ich die ganze Zeit am Labern war. Passiert mir öfters, übrigens. Ja, also bevor wir den so einen Typen befreien, da... Oh. Was hast du? Ja, gut, ne. Ein rückstoßgedämpftes Gewehr. Was war das? Mächtiges Kampfgewehr. Naja, ein bisschen Geld, aber ansonsten... Auch richtig, auch nicht. Hallo. Kent. Ich war noch nie so glücklich im Leben, jemanden zu sehen. In Ordnung? Ist alles in Ordnung? Mein Bein bringt mich noch um, aber es könnte schlimmer sein. Ich höre auf. Mit allem. Die Verbrecherjagd ist einfach nicht mein Ding. Wirklich? Nach all dem willst du einfach aufhören? Ich wusste, hier draußen sieht's übel aus. Aber das... Oh nein, jetzt müssen wir ihn aufmuntern. Ich könnte das wieder hinkriegen. Wenn du jetzt aufhörst, haben die Bösen schon gewonnen. Du hast recht, aber ich bin müde. Ich will einfach nur nach Hause. Ich gehe zurück nach Good Neighbor. Danke, dass du mich gerettet hast. Ehrlich. Aber ich habe genug. Oh. Oh, der Arme. Diese scheiß Gangster. Jetzt hat er keinen Bock mehr, ein Spinner zu sein, ein bisschen. Aber ein netter Spinner. Nicht so wie die blöden Raider. Staubwedel. Oh, die Reise hat sich gelohnt. Oh. Immer noch keine 45er Mission. Munition. Das finde ich jetzt viel. Oh, war da noch eine Granate? Ja. Die nehme ich gerne mit. Okay, ich glaube, wir können hier raus, ne? Gibt es hier eine Abkürzung oder müssen wir den ganzen Weg zurücklatschen? Ich glaube, wir müssen den ganzen Weg zurücklatschen. Nja. Unschön. Sinjin. Erinnert mich an die World of Warcraft-Rolle irgendwie vom Namen her. Ein Tierkopf. Hinten ist auch nicht mehr wirklich viel, ne? Ne. Gut, dann tschüssi. Wir latschen raus. Es könnte jetzt eine Weile dauern, ne? Ich glaube, ich mache zuerst einen kleinen Cut. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss.